Hallo Leute, willkommen bei diesem Männerlords News Video. Es gibt ein Update für Männerlords, ein riesengroßes Update. Allerdings ist das noch im Beta-Test. Das heißt, wer will, kann schon mit diesem Update spielen und das ausprobieren. Und wer lieber nur ein fertig getestetes Update haben will, der wartet einfach ab, bis es dann von selber kommt. Um dieses Update zu kriegen, muss man momentan einiges tun. Das zeige ich euch mal hier bei Steam. Das ist hier jetzt meine Männerlords-Seite in der Bibliothek. Und da gibt es eine Nachricht. Und das ist alles auf Englisch, obwohl ich ein deutsches Steam habe. Naja, ich kann euch das grob übersetzen. Und wir klicken hier mal drauf. Und da wird einerseits beschrieben, wie man an dieses Beta-Update rankommt, wenn man das ausprobieren will. Ich habe selber auch erst so 1,5 Tage gewartet, um bei den YouTube-Videos mitzukriegen, okay, ist da jetzt jemand oder viele, die sagen, oh, Katastrophe, alles durcheinander gekommen, weil das passiert ja oft bei Updates. Aber da war jetzt gar nichts und dann habe ich es mir auch installiert und spiele jetzt seit gestern damit und mir ist bisher nichts Störendes aufgefallen. Also, dass es da irgendwelche neuen versteckten Bugs gibt oder so. Insofern traue ich mich darum, auch jetzt das Video zu machen und kann natürlich sein, dass in Bereichen, die ich nicht gespielt habe, da irgendwie noch was im Argen liegt. Ja, da kann ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, weil ich halt nur das ausprobiert habe, was ich gespielt habe. Jo, hier beschreiben sie, wie man das installiert. Das geht im Prinzip, wenn man... Hier ist ein Passwort. Das ist Very Nice Basket. Und vorher empfehlen sie sich, den Spielstand zu sichern. Was immer Sinn macht bei jedem Update. Und hier kann man mit Rechtsklick draufgehen. Ich guck mal, ob man das jetzt überhaupt einstellen kann, weil ich spiele das ja auch gerade. Und hier bei Betas, da muss man dann hier das Passwort eingeben. Und dann kann man hier auswählen... das Pre-Release, an Update that is not yet finished. Und dann installiert sich das automatisch. Und dann gibt es hier auch Patch Notes. Das sind hier die wichtigsten Sachen. Und das ist schon eine riesengroße Menge bei den wichtigsten Sachen. Und hier kommen dann die vollständigen Patch Notes. Und es ist unglaublich, was der alles in der kurzen Zeit geändert hat, der Entwickler. Also da kommen AAA-Studios mit 100 Entwicklern nicht andeutungsweise ran, so viele Änderungen in so kurzer Zeit zu machen. Der hat bestimmt Tag und Nacht gearbeitet. Und er hat jetzt, glaube ich, oder er will Helfer kriegen, der Entwickler. Aber die er bisher hatte, waren ja mehr so Berater für geschichtliche Sachen. Leute, die ihm Hausmodelle gebaut haben. An das eigentliche Spiel hat er ganz alleine gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob er jetzt schon da neue Entwickler hat, die hier aktiv mitarbeiten. Eventuell hat er das alles alleine gemacht. Tag und Nacht geschuftet seit dem Release. Jo, das ist so eine lange Liste, dass ich euch das gar nicht vorlesen mag und schon gar nicht übersetzen. Da fange ich nur an zu stammeln. Ich habe mir aber ein paar wichtige Sachen rausgeschrieben. Und hier bei einigen schreibt er auch dazu experimental. Also er probiert halt ein Balancing zu ändern, wo Leute gesagt haben, hey, das ist nicht gut, so und so, mach das mal anders. Und dann hat das jetzt anders gemacht und das wird jetzt ausprobiert, ob das jetzt besser ist. Also vieles ist jetzt hier auch nicht in Stein gemeißelt. Guck mal, das geht endlos weiter. Ich finde es unglaublich, wie fleißig der ist. So, jetzt gehen wir hier mal ins Spiel zurück. Und dann gehen wir die Sachen durch, die ich mir notiert habe, die ich für besonders wichtig hielt.
Wenn man alles durchgeht, wäre man noch übermorgen dabei. Das wäre dann wohl auch übertrieben. Also, eine Sache ist, dass die Sägegrube... Na, jetzt will er nicht durch. Jetzt kriege ich ihn. Vorwärts, die Sägegrube ist produktiver geworden. Und zwar hatte die bisher nur ein Holzlager bis 1. Und dadurch gab es dann ständig Probleme, weil die mussten halt immer nur einen Baumstamm und dann wurde es verarbeitet und dann wieder warten, bis der nächste Baumstamm kam. Und das ist jetzt weniger problematisch. Und dadurch sind die produktiver geworden, die Sägegruben. Ich persönlich habe jetzt hier übrigens immer einen Ochsen in der Sägegrube und auch beim bei dem Holzfäller, dann arbeiten die effektiver. Insgesamt soll bei der Sägegrube auch so die Arbeit effektiver geworden sein. Ich hatte öfter mal das Problem, dass sie dann plötzlich einfach aufgehört haben zu arbeiten. Und dann musste ich eine neue Sägegrube bauen und so. Das soll jetzt besser sein. Ja, falls ihr euch fragt, was ist das hier eigentlich für eine Stadt? Die habe ich seit gestern neu gebaut, also komplett nach dem Update. Und das soll jetzt ein Dorf sein mit Schwerpunkt auf Landwirtschaft. Vorher habe ich ein Dorf gebaut mit Schwerpunkt, mit ganz ohne Landwirtschaft. Die haben auch wunderbar zu essen gehabt, weil die sehr viel Gemüse angebaut haben. Und ich probiere also aktuell verschiedene Siedlungsarten durch und werde da dann entsprechend auch Tutorial-Videos und Berichte zu machen und so. So, beim Handel gibt es geringere Schwankungen. Hier, da gab es ja, wenn man in der Release-Early-Access-Version war das der Fall, wenn man Sachen viel verkauft hat, ist der Preis ins Bodenlose gestürzt. Also hier beispielsweise, wenn man Holzteile verkauft hat, dann war nach kurzer Zeit, hat man dann nur noch einen Öcken für gekriegt. Und das ist jetzt weniger geworden. Das heißt, die Schwankungen sind nicht mehr so stark. Wenn es ein bisschen übersättigt ist, der Markt, dann kriegt man immer noch 0,75 davon. Das wäre jetzt wohl etwa 4 Öcken. Und wenn es krasse Überversorgung ist, dann noch die Hälfte. Dann ist es 2,5, 3. Aber es stürzt nicht auf 1 runter. Jetzt hier in diesem Beispiel. Und man sieht hier auch ein zusätzliches Beispiel. Allow Foreign Trade heißt so viel wie Fremdenhandel erlauben. Das ist die Standardeinstellung. Und wenn man das abschaltet, dann wird nur innerhalb der eigenen Regionen gehandelt. Und das ist dann, da fließt dann zwar auch Geld hin und her. Und das soll den Handel zwischen den eigenen Regionen verbessern. Bisher ging das nur mit dieser Packstation und das war dann auch so, dass man musste immer was liefern und hat dann was anderes bekommen, aber ich konnte nicht sagen, oh, dieser Region schicke ich jetzt mal ganz viel Brot oder so. Und ohne was zurückzukriegen. Und das kann man jetzt hierüber besser machen und das ist aber noch experimentell, das Feature. Jo, und die Kosten der Handelsrouten, die steigen jetzt exponentiell an, wenn man welche, also immer wenn man eine neue Route gekauft hat, ist danach alles exponentiell teurer. Also ich habe hier zum Beispiel, viele Routen kosten hier schon 400 Öcken, obwohl ich noch gar nicht viele habe. Das heißt, die steigen astronomisch, die Preise für die Routen. Dann weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Also exponentiell finde ich übertrieben. Aber das sind halt alles Balancing-Änderungen, die sich dann auch wieder ändern könnten. Da braucht man jetzt nicht gleich in Verzweiflung ausbrechen, denke ich.
Und es gibt hier den diesen Bonus mit dem mit der Handelslogistik. Und das Erstellen einer neuen Handelsroute kostet stets höchstens 25 Regionsvermögen. Da haben sie den Text noch nicht geändert. Das haben sie nämlich geändert. Und zwar kosten diese Handelsrouten jetzt die Hälfte von dem, was sie sonst kosten würden. Und es ist nicht festgetackert auf 25 irgendwie. Also dieser Infotext ist falsch. Und der Preis wird um die Hälfte gesenkt. Aber das ist dann halt bei 400, kostet es dann immer noch 200, um so eine neue Route zu kaufen. Jo, dann gab es einen Fehler, wenn man einen Sieg hatte. Also je nach Siegeinstellungen, wenn man jetzt eine große Stadt hatte, man hat gesagt, ich will weiterspielen im Sandbox-Modus, dann ist man immer wieder in diesen Siegbildschirm gekommen. Und man konnte also nicht weiterspielen. Und dieser Fehler wurde behoben. Und die Bogenschützen sind wieder stärker geworden. Die wurden ja genervt. Also zuerst gab es die Content Creator, die YouTuber-Version. Da waren die zu stark, die Bogenschützen. Dann in der Release-Version wurden die genervt, also schwächer gemacht. Das war aber zu schwach und jetzt sind sie irgendwas dazwischen. Das ist das Einzige, was ich jetzt zum Thema Kämpfen beizutragen habe. Aber es gibt noch mehr Änderungen beim Thema Kämpfen. Dann geht es um die Marktplätze. Und zwar soll die Versorgung durch die Marktplätze besser funktionieren. Es war ja bisher oft so, dass ja schon alles Mögliche zu essen da war und trotzdem haben dann Häuser die Meldung gehabt, ich habe zu wenig Vielfalt zu essen oder so. Und das Essen ist auch so, also die Bevölkerung, die isst jetzt nicht mehr die Sachen in einer bestimmten Reihenfolge, zuerst dies, dann das, sondern mehr zufällig von dem, was da ist hier. Wird dann zufällig irgendwas gegessen. Je Haushalt immer einen pro Monat. Und ja, ich denke mal, dass das so die Vielfalt auch erleichtert. Und das ist auch eine Sache, das wird jetzt halt ausprobiert, ob das gut funktioniert. Und die Darstellung der Feldfrüchte soll zuverlässiger sein. Das sieht man hier jetzt auch. Ich habe in meinem Let's Play-Spielstand, da sieht man ja immer nicht das, was wächst. Und inzwischen sieht man das sehr gut. Also man sieht es auch, wenn es wächst. Und überhaupt wurde bei der Landwirtschaft einiges am Balancing geändert. Das sind so kleine Frickeldetails, die ich zum Teil auch gar nicht verstanden habe, aber es soll besser sein. Und der Bierverbrauch wurde auch gesenkt. Und das Bier, das spielt ja eine wichtige Rolle, um auf Level 3 zu kommen. Und da haben die Leute halt bisher pro Monat hat jede Familie ein Fass Bier getrunken. Und das wurde jetzt abgesenkt. Und dadurch ist es auch leichter, auf Level 3 zu kommen. Jo, eine Änderung, die ich auch ganz wichtig finde, ist, bei der Landwirtschaft kann man jetzt 2 Ochsen haben. Wenn man, also bei den Bauernhöfen kann man ja so ein Pflug-Update bauen lassen, dass man da einen Ochsen einstellen kann. Und wenn man das hat, kann man jetzt hier 2 Ochsen einstellen, sofern man genügend Ochsen hat natürlich. Und das ist aber wichtig, weil dadurch kann dann ein Bauernhof mehrere Felder gleichzeitig mit dem Pflug pflügen. Und das macht einen riesen Unterschied in der Landwirtschaft. Und ja, um dieses Pflug-Update machen zu können, muss man hier auch diesen schweren Pflugbonus sich freischalten. Jo,
dann gibt's ja dieses Zeltlager ganz am Anfang. Ich guck mal. Das ist, glaube ich, hier. Ja, hier, dieses Siedlerlager, das man ganz am Anfang hat. Und bisher konnte man das zu hölzernen Zelten umbauen. Und dann waren die Siedler zwar zufriedener, aber sie sind nicht in die frisch gebauten Häuser umgezogen. Und es hat wohl zu super vielen Supportanfragen geführt. Und jetzt haben sie das abgeschafft, dass man das zu einem Holzlager umbauen kann. Und es wurde von dem Entwicklerteam als Fehler betrachtet, wenn man das zum Holzlager um... Also nicht zu Holzhütten konnte man das umbauen. Es war kein Holzlager, sondern ein hölzerne Zeltelager. Und ja, dass das geht, habe ich erst gar nicht gewusst. Dann habe ich gehört, oh, es ist ein großer Fehler, den viele Spieler machen. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das doch ganz cool. Dann baut man dieses Siedlerlager zu hölzernen Zelten um, dann sind die zufriedener. Und dann baut man, wenn man dann neue Häuser baut, dann ziehen da gleich neue Familien ein, dann kriegt man schneller neue Familien. Habe ich in ein paar Spielständen ausprobiert, das war wunderbar. Aber das haben sie jetzt weggemacht. Und sie wollen sich da was einfallen lassen, was auf Dauer besser funktioniert. Also ich schätze so, das wird so, dass wenn man in einem neuen Territorium so ein Siedlerlager baut, dann kann man das zu Holzhütten umbauen. Aber das am Anfang bleibt wohl weg. Ja, das ist dann eine Folge. Eigentlich ist es ein super cooles Feature gewesen. Ich finde das jetzt schade, dass es weg ist. Aber wenn Spieler zu viel missverstehen und es darum zu viele Supportanfragen gibt, dann werden manche netten Features rausgemacht. Kann ich nachvollziehen, aber ein bisschen schade finde ich. Und es gibt jetzt Steuern an den König. Die stehen dann immer hier. Ich glaube, das ist ab dem... Also wenn man ein Jahr rum hat, dann da ist das dann losgegangen. Dann war hier die Zahl rot. Und diese Steuern werden von diesem Schatzkammergeld abgezogen. Und also nicht von diesem Regionalvermögen. Und man braucht dann also dringend ein Herrenhaus. Das habe ich hier jetzt so ganz einsam in der Gegend stehen. Und dann muss man diese Grundsteuer eintragen. Und von der Grundsteuer kriegen wir dann hier dieses Geld für unsere persönliche Schatzkammer. Und daraus werden die Steuern gezahlt. Und erst hatte ich das auf 1 oder 2%, diese Grundsteuer. Da waren die dann noch nicht unzufrieden. Und dann habe ich aber viel zu wenig verdient und konnte die Steuern nicht vollständig zahlen. Und dann bin ich halt höher gegangen und nehme in Kauf, dass die halt ein bisschen unzufriedener werden. Aber dafür ist dann der König mit mir zufrieden. Aktuell kann man da wohl Schulden machen beim König, weil es ein neues Feature ist. Aber auf Dauer gibt es dann Ärger, dann kommt der König an und greift einen an, wenn man seine Steuern nicht zahlt. Zumindest stand das so in den Patch Notes. Und das kommt aber erst noch. Das ist aktuell nicht der Fall. Aber ich dachte mir, wenn Steuern verlangt werden, muss ich halt dafür sorgen. Jetzt habe ich hier sogar Überschüsse. Aber das braucht man zum Beispiel auch fürs Besiedeln einer neuen Region. Und das will ich ja vielleicht auch irgendwann mal machen. Jo, das sind die wichtigsten Änderungen bei dem neuen Update. Zumindest aus meiner Sicht die wichtigsten Änderungen. Und was meine Videos angeht, ich habe noch etwa 10 Videos bis Folge 21, glaube ich.
von meinem Let's Play in der bisherigen Version. Die werden halt so nach und nach kommen. Also mein Let's Play ist noch wochenlang auf dem alten Stand. Und erst die neuen Folgen werden dann mit dem neuen Stand sein. Und ja, ich werde, wie ich schon gesagt habe, mehrere Siedlungsformen und Vorgehensweisen und so ausprobieren und mache dann da entsprechend Videos zu. Also entweder Tutorial-Videos zu so einzelnen Themen, zum Beispiel Thema Landwirtschaft oder Handel oder sonstige Sachen. Und ich will aber auch so verschiedene europäische Dorfformen ausprobieren und die euch dann auch vorstellen. Ein Angerdorf habe ich ja schon im Let's Play, aber das werde ich mal so richtig systematisch machen. Und ein Rundlingdorf, ein Straßendorf, ein Haufendorf und wie die ganzen Dörfer so alle heißen. Jo, da freue ich mich auch schon drauf, das zu machen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.